Ende der 80er Jahre wurde hier in und vor der Zionskirche in Mitte gegen das DDR-Regime und für Demokratie und Freiheit demonstriert. Am Sonnabend versammelten sich hier nun mehr als 100 Menschen, um gegen steigende Mieten und Verdrängung zu protestieren. Aufgerufen zu der Demonstration hatte der Jugendclub Kirche von unten, der vor dem Aus steht. Der Tagesspiegel hatte bereits vor wenigen Tagen darüber berichtet. Aber auch der Kulturtreff Beiz in der Christinstraße in Mitte droht mit als letzter alternativer Treffpunkt im Kiez das Ende. Jahrelang hatte der Betreiber Matthias Bogisch zusammen mit anderen Unterstützern für den Standort gekämpft. Ende Februar läuft der Mietvertrag endgültig aus. Für mich als geborenem Ostberliner ist es schon eigentlich ziemlich widerlich, weil man muss sagen, man sieht ja, dass auf diese Fahrkarte der kulturellen Vielfalt fahren die ganzen Immobilienmakler und können damit hohe Preise erzielen, aber haben halt nicht das nötige Wissen, um auch dafür zu sorgen, dass ein paar Orte auch erhalten bleiben, die diesen Ruf mal geprägt haben. Eine Entwicklung, von der seit Jahren soziale Einrichtungen und Menschen mit weniger Einkommen in den innerstädtischen Szenebezirken wie Mitte und Prenzlauer Berg betroffen sind. Unter den Demonstranten auch Oleg Nurczak. Er wohnt in Prenzlauer Berg in der Gleimstraße 52. Seit mehr als einem Jahr wird das Haus vom neuen Besitzer saniert und entmietet, wie er sagt. Von 14 Mietern wohnen jetzt noch 3 dort. Auf meine Wohnung wurde ein Brandanschlag verübt. Fast vor einem Jahr, vor 10 Monaten, mir wurde die Wohnungstür komplett weggebrannt. Und das hat 10 Monate gedauert, bis ich jetzt eine neue Tür bekommen habe. Auch in anderen Berliner Bezirken sind immer mehr Menschen von sogenannten Luxussanierungen betroffen und können ihre Miete nicht mehr zahlen. Auch deshalb wird am 28. September zum bundesweiten Aktionstag wieder auf die Straße gegangen, um erneut gegen Mietsteigerung und den Ausverkauf der Stadt zu demonstrieren.